Ja, wir haben ein bisschen was freigeschaltet, Freunde. Wir werden uns natürlich die freigeschalteten Produkte auch mal anschauen. Ich hoffe, ihr werdet euch darüber freuen, denn es wird auch Zeitspiele geben. Ich werde auch einige Zeitspiele übernehmen, PS. Einige Zeitspiele werde ich auch übernehmen. Ich denke mal, das wird uns Spaß bringen. So, und schon sind wir in Tomb Raider 1, Nutlas Katakomben angekommen. Hier heißt es Nutlas Minen bei Tomb Raider Anniversary. Herzlich willkommen übrigens bei Tomb Raider Anniversary Reloaded in Kooperation mit der kleinen Lara hier bei Let's Play FK. Deine Welt ist hier und nicht woanders. Naja, wenn ihr wollt, auch woanders, aber ich denke mal, hier seid ihr richtig. Ihr habt richtig eingeschaltet. Und das ist gut so. Das ist gut so und zeigt mir natürlich, hey, ihr wollt mehr und mehr und mehr und ihr bekommt mehr. So ist das. So ist das Leben. Wir sind doch fair. Denn wir wollen mehr. Es reimt sich, hey. Hey, ich glaube, ich werde doch Rapper. Muss ich mir noch richtig so ein Rauschebart wachsen lassen und mir so eine, was weiß ich, so eine Müllmaske aufs Gesicht setzen und dann verdiene ich Millionen. Hey, gute Idee. Mit schlechtem Gesang, eine Alufolienmaske auf dem Gesicht und dann geht's los. Das war auch keine Anspielung. Nein, nein. Das war auch keine Anspielung. Und ich nenne mich dann als Rapper Dildo. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Und mein erstes Lied heißt denn nicht mein Block, sondern meine Vierecke. Meine Schafe, meine Kühe, meine Schweine, meine Hühner, meine Farm, mein Minecraft, mein Block. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was. Aber nö. Nein, ich habe nicht die Chance. Nein, mir gibt sie keiner. Und übrigens, das wollte ich jetzt mal erwähnen, Lara hat keine Waffen. Lara hat keine Waffen und muss jetzt hier in diesen Nutlas-Minen ganz viel tun, damit sie irgendwie wieder an Waffen kommt. Und ich sage euch, das wird spektakulär. Für die, die das hier noch nicht kennen, dranbleiben, nicht weglaufen. Für die, die das kennen, dranbleiben, nicht weglaufen, weiterschauen. Denn jeder spielt es doch auf seine Art. Und die kleine Lara spielt es auf ihre Art. Übrigens, sie sitzt am Joypad. Und ich sitze daneben, gucke zu und freue mich meines Lebens, sagen zu können, alter Schwede, die spielt besser als ich. Alter Schwede, die spielt besser als ich. Gibt es eigentlich noch Kaffee-Regie? Schade. Naja, dann ist das so. Da müsste neuer für gekocht werden und hat keiner Bock. So. So ist das Leben. So ist das Leben und wenn man zu viel trinkt, dann ist einem auch irgendwie schlecht. Ich weiß nicht. Ja, schon wieder gegähnt. Schon wieder gegähnt. Ja, immer viel in Action, Freunde. Immer viel in Action. So ist das Leben. So ist das. So ist das. So ist das, ne? Nö, da. Habt ihr genau beobachtet, wie da an der Mülltonne gepinkelt ist. Hier. Ja, Löder. Renny. Renny. Renny, räum dein Zimmer auf. Renny, räum auf. Na? Sowas war früher in vielen Kinderzimmern zu hören. Ja, das hat auch nichts mit den Namen. Ich finde, ja, ist einfach lustig. Obwohl, man muss sagen, die Sachsen sind ein lustiges Volk. Die sind immer glücklich und immer fröhlich und immer gut drauf. Das mag ich an denen. Das mag ich an den Sachsen, ehrlich. Also viele sind immer gut drauf und nicht so knitterig wie wir Norddeutschen. Wir sind immer so knitterig und so trocken, wisst ihr? So richtig trockene Leute. So trocken wie ein Brot ohne Butter. Ja, lecker, ne? Brot ohne Butter und Margarine. Lecker. Und dann wahrscheinlich auch noch, was weiß ich, paar Wochen alt, so dass es schon getrocknet ist und so. Ja, so richtig trocken, ja. Wenn man reinbeißt, dann muss man noch ganz viel kauen. Es bleibt ganz viel in den Zähnen hängen. Ja. Das kennen wir doch alle nur zu gut. Das kennen wir doch alle nur zu gut. Ja, das kennen wir doch alle wirklich nur zu gut. So, das, was sie jetzt hier macht, ist, ja. Ich sag mal so, ich habe das hier nicht so ganz gemocht, weil man hier springt und hopst und ein Fehler und alles von vorne. Genau das sind immer so Sachen, wo ich mir sage, ey Bu, ey voll Bu. Hier ist die nächste Sicherung. Donkshay. Donkeshane. Oh nein. Das hier.
Okay, sie hat es geschafft. Hey Leute, sie hat es geschafft. Ich wäre mal wieder gestorben. Ja, und hätte das alles nochmal wieder machen müssen. Ja, so bin ich. Bei mir ist es dann immer so, ach, try again. Probier's nochmal. Warum auch nicht? Aber ich glaube, da war noch eine Sicherung unten. Aber da kommt man jetzt noch nicht ran. Aber gleich. Wenn man gleich was gemacht hat, was man machen muss und so weiter und so fort. Also ich fand die Nutlass-Katakomben in Tomb Raider 1, also das Pendant zu diesem Teil hier, fand ich natürlich irgendwie krasser. Und gerade auf der PlayStation-Variante, also auf der PlayStation 1, da konnte man nicht so viel speichern wie hier. Man musste es quasi über sich ergehen lassen. Hast du schon gedrückt? Zweimal gedrückt? Ne, auf der PlayStation-Variante musste man... Kann sie das nicht? Doch. Auf der PlayStation-Variante musste man das ja über sich ergehen lassen, wenn man gestorben ist. Musste man fast... Da, ja, wie soll ich das sagen? Da lagen Speicherkristalle rum, man konnte nur immer an bestimmten Stellen speichern. Da musste man sich das wirklich voll gefallen lassen, ne? Da musste man sich das voll gefallen lassen, den Rotz nochmal zu machen. Ja. Ja, was war denn so? Da gab es auch den Cowboy. Den musste man dann auch irgendwie umbringen, um an die Waffen zu kommen, die einen abgenommen wurden. Ja, und der Cowboy, der hatte es echt in sich. Der fing dann an und sagte, das ist nicht persönlich. Und auf einmal bewegte er seine Waffen so... So komisch. Ja, so in so einer 90er-Jahre-Animation. So altbackschen eben, ne? So, ist ja egal, sie holt jetzt Sicherung Nummer 3. Und ich weiß nicht, ist hier irgendwo noch ein Artefakt oder eine Reliquie? Ja, holst du die? Sie sagt ja. Seien wir gespannt. Seien wir doch mal gespannt, was auf uns zukommen mag. Und das hat ein bisschen Leben abgezogen. Es ist total kacke, dass man keine Waffen mehr hat. Es ist total kacke. Es ist total kacke. Aber die kleine Lara sagt sich, mir doch egal. Ich hol mir jetzt Waffen. Da muss man kurz warten, ne? Weil dieses Püsterige da, das tut weh. Ja, das Gepuste, sie hat Aua gesagt. Ey, Lara hat Aua gesagt. Lara hat ja Aua gemacht. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir sowas von leid. Also ich glaube... Naja, egal. Es geht ja auf jeden Fall weiter. Ich versuche mich gerade zu erinnern, warum, wieso, weshalb sie das so macht. Ich glaube, um wieder rauszukommen und jetzt die Sicherung einzusetzen. Oder irgendwie so. Und dann passiert wieder irgendwas, aber wir sehen das ja auch gleich. Wir sind ja schließlich alle hier am Ball und werden das gleich alles mal so ein bisschen von der Seite betrachten dürfen, was auf uns zukommt. Da unten ist wieder eine Ratte. Och, die springen einen richtig an. Ist das in der Reality auch so? Also ich weiß, dass Ratten beißen können, klar. Aber ob die wirklich so aggro sind, das wüsste ich jetzt so nicht. Das wüsste ich jetzt so nicht, aber wir werden das sehen. So, sie geht jetzt wieder an dieses Pult, drückt ganz viele Knöpfe. Warum auch nicht? Es ist ja lustig. Rot. Redstone. Bei Rot muss ich immer an Redstone denken und bei Blau denke ich immer an Lapis Lazuli. Und bei Grün an Smaragde. Ich glaube, ich bin voll Minecraft geschädigt. Ja, Minecraft geschädigt. Minecraft ist aber auch geil. Also Tomb Raider ist geil, finde ich. Minecraft ist geil. Super Mario, Sonic. Ja, eigentlich so ziemlich vieles. Gibt aber auch viel Schmu. Es gibt auch viel Schmu. Ja, den muss es geben, ne? Und jetzt wird's spektakulär. Sie greift in die Luft und bekommt Waffen. Ja, sie hat die gar nicht angefasst. Nein, die sind zu ihr geflogen. Geil. Das möchte ich auch können. Das möchte ich auch mal können. Dass Waffen einfach so in meine Hand fliegen. Ja, mit Geld wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Also ich stelle mich irgendwo auf die Straße und dann fliegen mir 100 entgegen. In die Hand. Ach, das wäre total normal, ne? Das wäre so richtig echt und normal. So, hier ist ein Boot. Hallo, Boot. Und schon legt der Skipper ab. Man muss, glaube ich, hier ziemlich schnell sein, um die das Artefakt zu bekommen. Hier ist ja auch gleich, glaube ich, irgendwo eins. Das kann man nur einmal bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Mit diesem etwas Highspeed fahrenden Boot. Ja, das Boot fährt wirklich schnell. Also mir wird wirklich schlecht, dazu zu schauen.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein schnelles Boot. So ein schnelles Boot. Meine Güte, da ist es jetzt. Ich glaube, wenn ich nach Hause gehe, wo ich schon zu Hause bin, sagen wir mal so, ich gehe spazieren, gehe nochmal einkaufen und so weiter und so fort, dann ist das Boot irgendwann an seinem Ziel, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Oder auch nicht. Man kann ja alles immer aus irgendeiner Perspektive sehen, so wie man es eben irgendwie möchte. So, ich glaube, da muss man zielen und dann diese Kisten da abschießen, die da in der Luft hängen. Da kriegt man nämlich irgendwas für. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr genau. Ja, es ist schon alles ein bisschen her, ne? Ist alles schon so ein, zwei Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und die ein, zwei Tage, die sind sehr prägend. Die sind super prägend. Ja, man. Und das nächste. Und das hat Brumm gemacht. Genau, da war eine Reliquie zu holen. Da war eine Reliquie, glaube ich, drin in einer von denen. Genau! Da war eine Reliquie drin. Ach, das ist der Jungfrauenkelch. Ja. Da kann man ja auch wieder sonst was denken, ne? Freunde. Da kann man ja sonst was denken. Naja, so ist das. So ist das. So ist das, so ist das, so ist das. So und nicht anders. Nein, so und nicht anders. Warum auch nicht? So, weiter geht's hier. Stück für Stück im Let's Play. Die kleine Lara immer noch am Controller. Und Lara Croft immer noch auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ihr habt nichts Besseres vor. Solltet ihr auch nicht, denn draußen ist sowieso nichts los. Nö, draußen werdet ihr nur Geld los. Das wollt ihr doch alle nicht. Ne, wer rausgeht, zahlt viel. Ja, man geht ja raus und geht dann einen Kaffee trinken oder irgendwo in eine Cocktailbar, obwohl da hätte ich auch mal wieder Bock zu. Aber mal gucken, vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich mal groß bin. Ja. Wenn ich mal groß bin alleine, Leute. Wenn ich mal groß bin. Ich glaube, ich habe auch einen an der Klatsche. Nein, so kann man das nicht sehen. Ach so, hast du die Reliquie trotzdem? Okay. Das ist ja assi. Das heißt, man braucht ja gar nicht zurückspielen. Das ist ja assi, Leute, oder? Das ist ja voll Betrug. Einfach kurz speichern und ist man woanders. Na gut. So kürzt man Zeit ab, Freunde. Aber das geht bei Zeiträtseln nicht. Bei Zeitspielen geht das ja leider nicht. Und die kleine Lara macht schon wieder irgendwas kaputt. Ja. Ah, hier, unser Stellwerk. Das Eisenbahnerstellwerk. Na denn? Naja, wir haben ja auch Sicherung, ne? Das muss man ja ganz klar sagen. So, und schon wird der Regionalexpress bereitgestellt in Richtung, keine Ahnung, über, keine Ahnung, und kostet nichts. Gratis. Gratis Reisen zu Jim Knopf Preisen. Ja. Tucker, Tucker. Jetzt steht da Scheiße auf den Gleisen. Warum? Du schon wieder. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Geben Sie schon her, Larsen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadler. Kapiert? Sie haben hier nichts zu melden. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Aus dem Weg, oder ich töte Sie. Wollen Sie mich etwa erschießen? Kommen Sie, Lara. Ich mache nur meinen Job. Ich weiß, wie sehr Sie ihn wollen, aber ich kann Sie nicht vorbeilassen. Und wir wissen beide, dass Sie mich nicht dafür töten würden. Das ist einfach nicht Ihr Stil. Ich fürchte, da irren Sie sich. Ja, und schon wieder. Oha. Boah, rein in ihn da mit den Kugeln. Hey, der lebt ja immer noch. Lara. Du Mörderin. Du Mörder. Lara ist eine Mörderin. Gleich bei Aktenzeichen XY. Wer hat Larsen getötet?
Na, was gibt's? Mhm. Da hat er die Sicherung ausgebaut. Ein böser, böser Bubi. Lara, du bist ganz schön weit gegangen. Ich finde, du bist zu weit gegangen, Lara. Naja, es ist ja nur eine Grafikpuppe. So, also insofern ist das alles nicht echt. Der Mann hat das zwar gemacht und so, und der liegt da jetzt und schläft. Er übernachtet da eine Runde, wir machen das fertig und dann fahren wir weiter. Und dann steht er sowieso wieder auf und geht nach Hause. Ja, so ist das. So ist das. Also macht euch da mal keine Gedanken. Ja, eine traurige Situation. Eine sehr traurige Situation. Immerhin haben wir aber wieder Waffen. Immerhin haben wir wieder Waffen und ich kann euch sagen, Freunde, da liegt er ja noch. Mensch, das haben sie realistisch gestaltet. Der fängt nicht an zu blinken und verschwindet. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Da liegt er. Hallo. Aber wie penetrant die Eisenbahn denn da auch langsam wird und man denn da nochmal gucken soll. Also das finde ich echt krass. Also dieser Bohrer da. Dieser Tunnelbohrer hier. Das finde ich ja irgendwie böse. Das finde ich böse. Und wie es da drinnen weitergeht, sehen wir im nächsten Part, Freunde. Dranbleiben, nicht weglaufen. Hier wird es nämlich nochmal so richtig schön schwierig, denn die Gleise sind kaputt gegangen und Lara kann mit ihrem Zug nicht weiterfahren. Ja, man könnte natürlich jetzt schnell Gleise craften, dafür benötigt sie aber ein Crafting Table und den hat sie leider nicht dabei. Also insofern müssen wir einen anderen Weg suchen. Danke fürs Zusehen, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Daumen hoch dafür, dass Lara hier und die kleine Lara das hier alles so erfolgreich geschafft hat. Ciao.